Wie geht es dir? Findest du leicht in den Schlaf in diesen bewegten Zeiten? Kannst du wieder einschlafen, wenn du nachts aufwachst? Um dein Nervensystem leichter zu regulieren und das Schlafen neu zu lernen, haben wir jetzt eine wunderbare Reihe mit Besser Schlafen und Feldenkrais-Übungen für dich entwickelt. Und falls du ein ganzes Jahr mit uns lang gehen möchtest, um Selbstregulation, Entspannung, Beweglichkeit und Flexibilität zu lernen, bald fängt unser Embodiment-Training an. Wir freuen uns auf dich. Alle Infos findest du unten im Text. Herzlich willkommen. Wie kann ich mein Nervensystem wieder beibringen, loszulassen, sich zu entspannen und in den Schlaf zu finden? Heute möchte ich mit dir eine Wahrnehmungsmeditation machen, um zu üben, deine Sinne, die manchmal hyperaktiv sind, abzulegen und wieder einfach nur in deinem Körper zu sein und dich zu entspannen, um dadurch deine sehr aktiven Gehirnwellen zu beruhigen und von einem Beta-Zustand in einen Alpha-Zustand, von einem Alarmzustand und Bereitschaftszustand in einen Entspannung-, Schlaf- und Verdauungszustand zu kommen. Dafür kannst du dich bequem langlegen und erstmal einen Moment spüren, wie dein Körper den Boden berührt. Kannst gerne die Beine beugen und die Füße aufstellen. Und einen Moment spüren, was du gerade mit dem Körper machst. Kannst du anstrengungsfrei atmen, so dass wenn du ausatmest, kein Druck ausüben musst, sondern einfach die Luft herausfließt. Kannst du dein Unterkiefer und die Zunge im Mund spüren, deinen Kopf, deine Schulter, deine Arme fühlen. Wie wirken sie, wenn sie jetzt sich in die Schwerkraft hineinbegeben? Dein Rücken und dein Becken wahrnehmen. Welches Gefühl hast du im rechten Bein? Welches Gefühl hast du im linken Bein? Und dann kannst du deine Aufmerksamkeit auf deine Sinne lenken und wir beginnen mit dem Geruchssinn. Lass dir mal einen Moment Zeit, dir zu vergegenwärtigen, was dein Geruchssinn im Alltag wahrnimmt, wie viele Nahrungsmittel du durch das Geruchssinn wahrnimmst, unterscheidest, wie viel Information aus der Welt, von den Menschen, die dich umgeben, mit Gerüchen in dich hineinfließt, von den Menschen, die du liebst, von Blumen, Bäumen, aber auch das, was alles in der Straße um dich herum weht. Nimm das einen Moment wahr, wie viel Welt in deinen Geruchssinn jeden Tag hineinströmt. Über Jahrzehnte bekommst du Informationen über die Welt, über deine Nase, über deinen Geruch. Und dann versuchst du einfach mal jetzt das loszulassen. Du atmest jetzt ein und aus und lässt die gesamten Eindrücke, die durch die Nase jeden Tag in dich hineinfließen, los. Und distanzierst dich innerlich ein wenig davon. Das ist nicht gut und nicht schlecht. Ich nehme es einfach nur mal wahr und lasse es los, um zu spüren, wie das auf mich wirkt.
Und dann kannst du dich auf deine Sehfunktion fokussieren. Du kannst dabei die Augen schließen, aber dir vorstellen, wie viel Welt fließt als Information durch deine Augen in dich hinein. Wenn du magst, kannst du auch die Augen öffnen, um nochmal bewusst zu schauen, wie viele Farben, Eindrücke, Gefühle von Tiefe, von Volumen, von Licht und Dunkelheit in deinen Augen die ganze Zeit hineinströmen. Genauso, wenn du die Augen schließt, wirst du noch bemerken, dass dein System erfüllt ist von all den Nachrichten, Texten, Bildern, die den ganzen Tag durch die Welt, durch alle möglichen Medien, durch Menschen in dich hineinfließen. Jahrzehnte Bilder, Farben, Eindrücke, die immer wieder durch deine Augen in dich hineinströmen. Und du kannst jetzt einfach mal das innerlich loslassen. Du bist jetzt nur in deinem Körper und du lässt diese Eindrücke los. Deine Augen entspannen. Was verändert sich? Wenn ich mich kurz zurückziehe von diesen vielfältigen Eindrücken, ganz tief bei mir bin. Achte auf deine Atmung. Fühlt sich dein Körper an? Und dann kannst du zur nächsten Ebene deiner Sinne gehen, den Taktsinn. Auch jetzt spürst du alle möglichen Eindrücke vom Boden oder vom Bett, auf dem du liegst, von deiner Kleidung, Temperatur, Kälte, Wärme. Was nimmst du alles wahr? Nimmst du vielleicht Bewegung wahr? Deine Atmung? Die Reibung deiner Haut gegen die Kleidung, wenn du ein- und ausatmest. Wie viele Eindrücke bekommst du über den Taktsinn, über dein Leben in deinen Körper hinein? Über Umarmungen, Streicheleinheiten, ein Kuss. Wenn man Menschen begegnet und die Hand gibt, auch wenn man sich stößt oder stolpert, wo ist überall dein Taktgefühl wach im Alltag? Wenn ich etwas berühre, um es zu erkennen und zu spüren, ob eine Frucht reif ist, oder die Wärme der Sonne, die Kälte von Wind. Und wie kannst du diese vielen Eindrücke, die im Alltag stattfinden, über deine Haut, über den Taktsinn jetzt loslassen? Dass du in deinem innersten Zentrum bist und für einen Moment diese vielen Informationen verabschiedet werden. Was macht die Zunge im Mund, dein Unterkiefer? Was verändert sich, wenn ich kurz mich distanziere, mich achtsam distanziere von meinem Taktsinn und dann bin, diese Eindrücke verabschiede?
Jetzt kannst du deine Aufmerksamkeit deinen Ohren schenken, dein Gehör. Wie viel Information bekommst du über dich und die Welt, über das Gehör, über die Geräusche, die stattfinden, Gefahren, die herannahen, aber auch schöne Klänge, die dich entspannen lassen, meine Stimme, die Stimme von Menschen, die du liebst, aber auch vielleicht Wörter, die du nicht immer hören möchtest. Die vielen Geräusche einer Stadt oder eines Waldes. Was erlebst du alles über Jahrzehnte, dank deinem Gehör? Alles Mögliche fließt von der Welt in dich hinein. Spüre vielleicht einen Moment deine Ohren, dein Innenohr und alles, was jetzt hineinfließt. Und dann kannst du das loslassen. Alle Eindrücke deines Lebens, die du über das Hören einen Moment loslassen. Was du ganz frisch bist in deinem Körper und ein Moment dich loslöst von den Eindrücken des Gehörs. Alles darf sein, alles was jetzt noch geschieht, aber ich distanziere mich vom Übersetzen in Information. Ich nehme wahr, ohne wirklich das übersetzen zu müssen. Und wie ist es jetzt mit deinem Geschmackssinn, mit deinem Mund? Wie viel Welt kommt durch deinen Mund, über deine Geschmackknospen in dich hinein? Kannst du spüren und dich erinnern, wie viel Tonnen an Essen du, seitdem du geboren bist, über deine Geschmackknospen, deine Zunge, deinen Schlund geflossen sind? So viel Information über das, was mir gefällt, was mir nicht gefällt, was mir schmeckt, was mir nicht schmeckt, süß, salzig, bitter. Und wie kannst du das jetzt loslassen? So dass es gerade nicht wichtig ist, was ich für Eindrücke aus der Welt bekomme, sondern in meinem Körper bin und die Information, dieses Hineindringen der Welt, einen Moment loslasse und einfach nur bin. Es ist nicht gut und nicht schlecht, sondern ich distanziere mich mal für einen Moment davon. Ich lasse jegliche Information, die hineindringt, los und spüre mich. Was verändert sich, wenn ich all diese Eindrücke, die von der Welt in meinem Körper hineinfließen, einen Moment sein lasse, verabschiede, loslasse und wahrnehme, wie ich jetzt bin, ganz frisch, ganz neu, ohne Eindrücke. Meine Atmung, mein Körper. Das ist anders. Wer bin ich, wenn ich die Information, die normalerweise in mich hineinfließt, loslasse und nur in meinem Körper bin? Mit mir und mein Selbst. Schau, ob du hier in dieser Wahrnehmung von dir, in diesem losgelassenen Sein
von Eindrücken, von Informationen in deinem Körper, in der Welt deines Körpers sein kannst und darin verweilen kannst. Nur in der Atmung, in der Schwerkraft. Solange, wie es dir gefällt, solange, wie es dir gut tut. Gute Reise. Schlaf gut.